Mais si geek ça fait ce bouche, mais si le grade rem from Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Wie mehr gesehen und auf Deutsch, die Macht, das Erwachen der Macht. Okay, wir fangen an, das Video wird an zwei Dealer gespielt. Wir machen also echt etwas, was spoilerfrei ist. Also, keine Sorge, die echt alt sind, kein Spoiler, wir probieren das best. Ja. Keine Sorge, ich hasse ihn doch. Und du noch, wir machen kein Announcement, was wir. Lass ihn auf den Spoilern und dann, wenn der nächste Welt gewohnt geht, aufschalten. So, fängt man wieder den Film fand. Ich finde den Effekt auch super. Ne? Also ich fand den Lauf vom CGI hier als, aber immens gut gelungen gewesen. Und tut zumindest stark echt gewirkt. An der Hinsicht. Also ich schon extrem gut fand. Sieben Sachen, die mich steuern, zwar dazu kommen ich später, weil das ist ein Spoiler. Aber im Großen und Ganzen ist es extrem gut gewischt. Also ich bin zufrieden. Mir hat es gefallen. Ich habe ein paar Probleme, wenn man nach der Story losgehen. Aber für den ganzen Rest, ich fand den Film wirklich gut. Und der nächste Lied hat, also lohnt sich wirklich gucken zu gehen. Yuki? Wie hat der den Film gefallen? Weißt Yuki. Wie hat denn der gefallen? Komm schon. Ich habe ein Statement, du. Gut, schlecht, gehst du den Leuten empfehlen, gucken zu gehen. Also zu Eishase, muss ich so sagen. Heute ist Meinung über Star Wars. Wie geht's aber? Ich merke, das schneidest du Rest, Alter. Das ist okay, voll. Ich wusste, der Film war wirklich gut. Du sitzt da, der Film geht los, direkt. Star Wars, mit der Musik, wie bei den alten Filmen, also, ja, also wirklich. Wie viele Star Wars Filme war das, was du im Kino gesehen hast? Am Kino? Ja. Okay. The Nation. Bei mir aus der vierte. Ich war, ja, also für mich. Das Prequel war ich, die erste drei im Kino gucken. Nee, da war ich schon im Kino gucken. Und die anderen drei, die Original-Trilogie, und ich denke, und dann ein Special Screening im Kino geguckt. Also Feier 5 und 6, die habe ich so gesehen im Fernseher. Seitdem habe ich da noch gesuchtet. 1, 2, 3 eben mal geguckt auf DVD, aber die haben mir nicht so gefallen. Also ein Jar Jar Binks. Also vielleicht ein guter Frau für die Leute, die Star Wars kennen. Originalserie und Prequel-Serie. Was fand er besser? Also das Original hat mir definitiv besser gefallen. Also 4, 5 oder 6 hat mir am besten gefallen. Jana 1, Jan 3. Das ist gut, ja. Aber ich kann mich doch mal an die Ufren. Die Kinder, die können das gucken, die Sohn, das ist super. Andere, die hassen es. Es ist eine gewählte Meinung. Hast du die Original-Trilogie lieber wie die Prequel-Serie? Habt ihr schon mal bei der Prequel-Serie alle Fehler aufgefallen, wenn du dran hast? Zumindest was von der Story betrifft. Auch vom Dialog. Vom Dialog aus extrem mies. Aber für die Episode 7, also mir hat es gefallen. Bis auf ein paar Punkte, wo ich mal denke, okay, aber kann man auch gleich schon gerade abkommen. Ich bin so, es ist zum Generellen zu den Filmen. Na, gut. Okay,
Okay, dann gibst du noch mal einen Spoiler-Terry etwa. Okay. Also, wenn der Kind nicht wird, gespoilt gehen von irgendetwas von der Welt Dragon, ihr habt den Film noch nicht gesehen, dann aufschalten. Du hast so ein mögliches Kind. Wir gehen jetzt 10 Sekunden, ne? Derzeit kann Tüki auch mal klären, wie er es da ausfindet. Zwei, und hopp. Pop. So, für die du nicht ausgemacht hast, passt. Das Solo. Oh, nee! Wieso? Wieso? Oh. Ich wusste, dass ich nicht können, aber das könnte, ne. Wir wussten alle, dass ich nicht stirbt. Wo versuchst du ihn? Ja. Du denkst, da kommen neue Charakter an, weil du gesagt hast, und ein von denen alle muss sterben. Und dann noch gerade den. Ach, von wem? Ja, 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 das willst du auch noch gehen, das ist auch ja. Das ist die Sache, wo ich mir wirklich gedacht habe, the fuck. So, ja. Okay, wir hatten an der Haupttrilogie eben, dass der Vater von Luke sein Pop war, ich von den Twisten aus der Geschichte von den Filmen an der Reihe. Wir haben an der Prequel-Trilogie, das nennt man Drago Bakit, das ist sein Pop, das ist sein Pop, er gibt sein Pop. Und Anakin seine Geschichte erlebt. Wir wissen, dass dann dafür ja ein Luke Skywalker sein Pops. Lo. Ja, lo, mal den neuen Bösewicht. Ach, dann die Jung vom Han Solo. Ach, vom Leia. Ja. Du weinst da aus seinem Großpappten dafür wieder. Ja. Klar. Wie sie kommen. Ja. Und dafür weißt du logisch darin, dass ein Han nämlich Solo aus. Wirklich sein Gesicht. Guck dann wieder hoch, wie der Witz funktioniert. Der Witz hat funktioniert, ja. Also ich musste so in den neuen Charakter, den Finn, was sei nicht schlecht gewesen mit der Story. Da hat hier einen Sturmtruppler, den das nicht gefällt, werden sie da machen, dann abhauen. Was mal etwas Neues. Ich finde die nicht schlecht von dann dem Charakter. Die, die das von denen. Das ist mit klarer Gestalt, dass hier kein Klonkrieger ist. Also, klarer Gestalt an der engen Basis, dass das mit Salute sind, die abgewusst sind, auch keine von den normalen Klonkriegern sind aus der aller Trilogie. Da war auch Diskussion am Film selber, ob sie nicht so einen besseren Zug hat, Klonkrieger zu werden. Ja, aber so wie ich weiß, existiert die Planet ja nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wie wollen sie das dann machen? Ja, aber das ist Klontechnologie aus Judo. Wir wissen, die war ja schon für so viele Jahre an dem Universum da, der Tisch existiert doch noch. Ich sage, von dem Punkt, dass du in Saldo hast, den deserteiert, also eine gute Story zu erzählen, einen so guten Aspekt für den Charakter zu haben, weil du hast auch Entwicklung für den Charakter mit dran direkt. Also vom Hauptcharakter haben wir schon nicht viel zu maulen. Das, ja, das war relativ gut. Du hast Finn. Es ist schon furchtbar, ich weiß nicht, von Frau Mischen. Ray. Ja, Ray muss ja May vor englischen Akzent beisetzen. Auch ein ganz gut geschriebener Charakter. Also mit den zwei hatte ich die meisten Probleme. Ich habe mehr so mit den Bösen, wie ich da wissen, meine Probleme. Du hast einen absoluten typischen Ersatz für den Imperator. Du hast im Han Solo sein Kant, wo nur dem einen Helm raufgeholt hat. Den hat schrecklich ausgesehen. Die Milchbubi ausgesehen hat. Und dann hat man noch den arischen Blonden, den, ich weiß, von dem sein Uriet ging, hat um den Planeten schon wirklich drauf gewartet, dass er dann dort Loot hier. Das war einfach zu viel Klischee. Ja. Sehen aber, wenn du so guckst, wenn du die Arafilme kennst, pur Joker, wo ich das müssen wirklich lachen. Mit der Müllpresse. Darunter hast du gemerkt, dass wirklich Leute waren, die geschrieben haben, wo die gerne haben. Das, ja, das war eindeutig, dass die Leute, die Tote gerappt haben, die Filme gerne haben. Dafür ist immer mal. Disney, good job! Ja, gut Job, komm. Also die meisten Fans waren ja eigentlich sarkastisch, dass Disney nicht geht proppen, ne?
Das die üblich sehen bei die gerade so große Firma nämlich bei Batman Filmer von in Schauspieler könnt das steht tra du hast Diskussionen immer bei superhelden Filmer immer von den neue gecastet das Problem wobei eben Diskussion war wo Disney Marvel obka fur Lorémer Wolverine macht Mickey Mouse Ohren okay du kriegst ein Mickey Mouse Version von Wolverine zu kaufen die seid auch mega aus die müssen auch mal ein katholischen aber so ein trotzdem Marvel-Universum gut durchgestartet. Ja. Und ja. Wenn man los ist, den dritten Episode 7 zu Episode 1 vergleichen, ja. Okay, ich zähle 7-4. Ja. Ja, was denn doch? Was ich auch lustig fand, ne? Hat versteht auch den Joey. Kein selber versteht den, außer den Hahn. Hat er auch. Das hätte ich auch das Roboter verstanden. Ja, dadurch, das war lustig. Wir sind das Basewicht dem Solo sein Papa aus dem Spiel gelebt. Oh, nee, du wirst natürlich noch kommen, das hat Luke sein kann das. Ja, darüber hatte ich auch noch. Das hat er dahin erkannt, hin drehen zusammen, dann Vater? Und dann wird der Film rübergespielt. Da wäre ich aber. Oh. Das wäre. Nee. Gut, das hat nicht kommen. Das, nee, sonst hätten sie ja schon den Anfang vom von der nächsten Episode fast geschafft. Ja, ja, ja. Die nächste Episode so. Das kann nicht. Du warst mein Papa. Da gehen wir aber drauf raus, ey. Dann, na. Ich hab dich auf den Planeten zurückgelassen, um euch zu schützen. Vielleicht wird man alles kriegen. Ja, 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 wie du mit Kim Diskussion geführt hast. Der hat eh von nahe Charakter sterben. Bam, geschieht. Hm? Ja, am Generalen, also schon von Schaschund. Rüstung, also Designer von der Rüstung, von den Sturmtruppler, was zu ihm geändert ging, zu den Aalen. Und aber nicht schlecht alles gesehen. Ja, das hat doch Sinn gemacht, geht. Das ist ein ganz anderer. Das ist nicht schlecht. Das ist nämlich mit dem Imperium, das ist ja Lot. Die erste Ordnung. Ja, erste Order. First Order. Ja. Ich habe mir nicht auf Deutsch geguckt, nee, das Lied. Ja, ich fand auch die Einzelne, war ein bisschen lustig auch am Film, dass er selber am Film den Dialog hatten für Separierung von den Trilogien. Du hast halt die eine Charakter, ein fette Brill, wo du auf Leute statt, wo könnt, ja, wir hatten als erstes Ziff, dann hatten wir die Imperium, hallo, wir doch da. So viel schon klar, das scheint mir, sind ja in der dritten Trilogie. Ja. Also, ihr guckt ein Nimi, die Art, ihr guckt ein Prequel, wir sind ein Snides. Wie weit mich ein bisschen gesteuert hat, dass sie einfach mal mit engem Schlag ganz Republik ausgelöscht haben. Ja, klar. Das ist eigentlich der Kontradikt von Was Apps war mega raus aus der Ordnung war. Ich muss noch feststellen. Du hast einen Todesstern gesehen, Hanno. Du hast den Planet gesehen mit der fetten Kanone. Das Ding, das sieht mega raus wie ein Todesstern gewesen. Ja, das ist einfach eine Sache. Am Film muss eben mit einem Kuh von dem Planeten ausgelöst gehen. Das sind von der Fabrik Republik. Von der Eltern gewischt. Die Schuhe muss doch nicht so sehr. Nee. Nee. Das ist gesprengt gehen. Ja. Da täte ich mir sehen, offiziell, falls du den Jar Jar Binks noch da wäre, hast du nur endlich recht. Nee, ich denke nicht, die gibt es so einfach so noch gemacht. Die wusste schon am Vierreise, du könnt denken. Das war vorne. Ich gesehen schon Kommentare. Aber wann, der war ja eigentlich Botschafter gewischt. Ja, du wär. Aber der müsste ja auch real sein. Lass das Sifflot 9 plus Ultra. Machen wir auch ein Video über die ganze Theorie. Pro und Contra. Ja. Ja, du hast für den Ugriff direkt, außer die Kierlose Schlot. Du lässt direkt von der Planeten aus, du sollst so viel, dass der Gegner keine Koordinationsmäßigkeit mehr hat. Ja. Das ist natürlich auch für, wenn es weiterzugehen, viel mehr willst gucken. Gerade so wie das Universum du abgesagt hast bei Star Wars, da gehört die ganze Ordnung an hier im Universum ganz am Kopf. Das ist natürlich interessant, das für die nächsten Filme. Ja. Ich bin ein bisschen lustig vom Tun aus. Planet, also sehr fragt.
Ja, an das gesehen, das war ein bisschen wie beim Feuer. Wir hatten drin ist ihre Schacht, wo unsere angeführt sind. Aber wir müssen uns auch sicher freisprengen, das Kerl. Ja. Ja. Die tut nee, nur für den Deckel drauf zu machen. Ferran, ja, Ferran, und sie müssen freisprengen. Mit Anflug, ihre kleine Schacht drin. Mathe Kanonen am Schacht. Platz einfach den Schacht komplett tot zu machen. Wundert mich, dass sie sich nicht gegenseitig zerschossen, weil die X-Wings sind ja die ganze Zeit ausgewichen. Ja, und dann noch, theoretisch hätten sie die ganze Schacht zerstört. Ja. Mit den Geschossen. Ja, ja das geht wahnsinnig wenig gescheit und den Deckel drauf gemacht, ja. Hätte aber nicht viel gebracht. Rebellen kriegen aber alles frech. Ja, das sind wir bei eben in die Logikprobleme, wo ich wieder gesagt habe, wo man steht. Du hast, egal wer, wenn du so ein Regime hast, das ist viel Kontrolle. Du sagst ein bisschen, was die anderen machen. Das ist immer ein bisschen, dass du guckst, was die anderen machen. So muss man es am Kriegsspann denken lassen. Oder wenn du wirklich Probleme mit denen hast. Wie können sie so etwas bauen, wenn ihr das in Wand kriegt? Das ist ein gutes Pro. Oh. Wieso bauen sie das mir groß wie ein Todesstern? Das war zweimal eine schlechte Idee. Sollen wir so los? Ah, die machen da kein Mappes. Ja, nee, du musst aufpassen, wenn du an einem unbewohnbaren Universum oder an einem Sonnensystem was was nicht gerade bewohnt ist, wie schnell merkt den das? Das sind einfach ein Krieg mit den Rebellen. Das ist klar, gestartet schon am Vier. Das ist die Chemie, die jemand kriegen, was die auf ihrem Planeten machen. Nee, das sind nicht mit Rebellen, das ist der Widerstand. Ja, ja, mit. Das aber du hast das ja, wenn du gibst so, wie so, ich nicht, was CIA überhaupt am Geheimen möchte gerade. Das ist andere, das ist ernst, das, weil du musst aber gucken, das ist auch klar gestellt, dass der Widerstand unterstützt wird von der Republik. Das ist die fünf Planeten, wo man gesehen und frecken, die den offiziellen Widerstand unterstützt. Ja. Das ist die waren aber am Krieg mit der Ordnung. An dem Moment wirst du nicht nehmen, denk von der Rebellenschiffen, wo du Angriff machen. Du hast auch noch Spionagenetzwerke, du hast einfach auch Ortungssysteme, du hast auch keine Sachen. Dein Punkt ist ein bisschen schlecht. CIA geseist nicht so, wie der ganze Planet den einfach umgebaut hat. Das ist ein wirklich gutes Beispiel. Das ist so, als gehst du nur bei Dummies von, sie hatten so einen riesigen Laser, do, wo drauf steht, gebaut für Frankreich von Europa zu trennen. Und dann hieß es, hat jemand so gesagt, nee, die steht zu sein, ich verstehe zu mal. Ja, ja, ja. Das ist von der Kunst. Das geht noch zu so. Weil, das ist ja, von der Planeten kriegen nicht mit, von der Republik, dass dass wir Planeten aus den eventuell auf die Scheiße gehen. Und den er einmal geschossen wird, kriegt die Rebellen direkt mit, okay, so hat sich nur gedreht und zielt auf uns. Und die Republik fragt war, und die Kommunikation am Arsch war, und die Rebellen, nur hat die Kommunikation wohl gerappt. Okay, vielleicht sollen wir das so mal gucken. Wo zielt es an ihn? Ah, auf uns. Ja, das... Und das Politiker. Wenn Politik am Spiel ist, dann ja, geht das. Sonst kommst du Prinzessinnen zum General. Aber eigentlich so gesehen... Der Planet müsste sich auch bewegen können. Ja, wenn weil, immer Sonne ist. Wenn dann Sonne immer schält, Sonne ist fort, wo kriegt die nächste Sonne? Er muss sich bewegen. Also muss in diesen Antrieb, oder? Bedenkt das! Welchen Antrieb, oder? Bedenkt das! Dann kriegen wir eine Diskussion über den Planet. Im Moment, wenn keine Sonne mehr da ist, dann hast du ja eigentlich die ganzen Gravitationskräfte, die am Sonnensystem. Herrschen abgehoben. Ja, für den Planet ist das scheißegal, der kann sich bewegen. Wenn die Sonne so verrecken muss, wie sie gedreht hat, gerade unzuhören, wir so weit in der Celsius fallen, dass du alles verreckt auf dem Planet. Nicht falsch, was nicht. Wir müssen der absolute Nullpunkt erreicht. Boah, wenn die Sonne vor ist. Wenn die Sonne vor ist, wenn die Sonne vor ist, ne, muss ein bisschen mit Kasi kommen, mach schnell, du einer. Guck mal, die Mammutfenster zu. Nee, du musst bedenken, die Planeten können sich auch bewegen. Weil, wenn die Sonne hier vor ist, sie brauchen eine neue Sonne. Natürlich müssen sie in ein anderes Gebiet fliehen oder in ein anderes Sonnensystem, um sich dort Sonne zu kriegen. Der Ding kann sich bewegen, ein Planet. Ja.
Aber im Generellen, nach irgendeinem Punkt, wo wir hier treffen. Mir fällt der Moment nicht an. Also, hat es besser mit der Macht gelehrt wie Luke, den hat ein bisschen gebraucht. Ja, das war sehr schnell. Hat kann es einfach so ohne gelehrt. Ich meine, hat das richtige Feeling dafür an die Gab. Der war auch so gut, den Sturmtruppler, ne? Hat sich zum Mat Fesseln ab, geh erst im Raum mal los, dir ab. Nope, da war ich nicht. Und dann, nein, geh. So, Robert, nein, geh. Du musst mal Fesseln ab. Am Anfang war es, was hast du gesagt? Ja. Ich muss dir das ganz, geht dir ein bisschen durch. So, und dann, nein, geh. Probier, dann, geh, mich da. Okay, und dann musst du Fesseln ab, geht's ja. Ah ja, los, verfallen. Okay. Da die 10 Wochen noch cool war, weißt du, wo sie gerade da andringen und da steht der Sturmtruppler so, hallo! Der hat den Sturmtruppler, wo ich wirklich gut fand, tut das. Das Space Wichter dreht gerade durch, da reden nur die Wochen, ich sieht Stück aus dem Raum, vielleicht. Wochen so, kommen gerade im Raum. Nein, du sagst das. Und der dreht sich immer hin. Ja. Das ist der Grund, wieso du den Minions gut behandelst. So sieht er, so wild sein, das tut nicht. Ja. Ein Szene hat mich da gesagt, also ein Mensch wirklich von war scheiße gemacht für den Film. Etwa Verhör von einem Mädel vom Rey. Das ist ein, dem Han Solo sein Junge, der Ben. Milchbubi. Der Ben, wo da bei 2 geht an. Die gelehrt von einem. Die gelehrt von einem musst du nachbesuchen. Die Stress ist, du, je probiert die Informationen rauszukriegen, ohne ihr Wort, mit seiner Hand gehst. Hat widersteht, du musst mal. Du fährst und gucken. Und das für ein paar Minuten. Und dann denkst du, Wie shit du da rein bist? Ja. Okay. Ja. Nee, du hast ja, sie hatten am Film ein Flashback gewesen, wo hat Code von hat das Lichtschwert aufgelegt vom Luke Skywalker. So ein Szene hatten sie erkannt abbauen während dem Verhör. Das gibt mir den Moment. Hat ein bisschen abgelackert. Ja, das hat den Moment auch ein bisschen, dass du mal wirklich gesagt hast, okay, und, probier das. Das hat alles gesehen als zwei Stück, die so gucken sich Space an. Und das wirklich erwartet, als zu, hat das Kind das. Wen hat mich? Was hat so? Naja, also mit dem Doppelblick kriegst du keine Info aus mir raus. Ja, das ist doch den Ding. Aber wie hieß denn? Der ganze Anfang, der war von den, der Basche, der Mutsch Piloto, der Basche Piloto. Ah, der Poe. Ja, Poe. Ja, kennt ihr. So. Ja, soll ich loufhängen oder? Das ist ein geiler Charakter gewesen. Also im General, der Film ist gut. Kann empfehlen. Es sind halt so Sachen, die mich stören, aber da muss ich treffen sich entscheiden. Also mir hat der Film gefallen, mehr war mehr so Sachen, so die Verhörszenen, so. Dann sagt das, ja, das muss man die Familie von Luke Skywalker sehen, die Weise, das muss. An der Blutlinie da leihen, das ist auch die andere Weise, dass man wenn so, das sind nicht so weiss wie die Vader. Ja. Nein, es sind nicht so mächtig wie die Vader. Ja, das ist jetzt anverhört sehen, das sind mir eben meine Punkte gewesen, wo ich Probleme da mal da unten. Für den Rest fand ich den Film aus gut, ich hoffe, dass nächste Jahr nicht unbedingt die Probleme haben. Ja. Geht immer besser, irgendwie, oder mich schlecht. Aber wir sind, wie weiß, nächsten Teil stirbt Luke, und im nächsten Teil darüber, da werden wir wahrscheinlich dem Luke sein Ghost, neben Anakin Skywalker sein Geist, neben dem Yoda Stuhl gesehen haben, neben Obi-Wan. Nee, dem Anakin sein, den darf nicht dabei sein, hin war ja von der Dunkelmacht. Also, nee. Weil um 6 dabei. Um 6 sind sie schon gerne. Da stimmt mir für dich den Charakter, den sie gecast haben, extra süß für die 10. Und dann in der neuen Version ging es auf den neuen Anakin drauf. Ja, der war Base, den hast du nicht gealtert.
Super. Okay. Ich habe ja auch nicht den Remake davon gesehen. Ja, ich leider. Na, ist ja gut. Ja, viel Spaß bei Star Wars. Ah, viel Spaß in den Kommentaren. Ja. Wenn ihr Kommentar wollt analysieren, was hält ihr von der Fantheorie, dass der Jar Jar Binks ist die Flotte aus? Wenn ihr schreibt drin, wieso, dann denkt das nicht aus, oder wieso da nicht denkt das nicht aus. Die beste Antwort wird mal viel lesen. Und dann bis die nächste Woche. Yeah, I'm ready.